Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute wieder ein neuer Bild. Ihr kennt das. Erstmal den Schaden zeigen, komplett gebufft und dann gehen wir näher auf dem Bild ein. Deswegen nehmen wir hier mal eben die Arznei. Das Geile bei diesem Bild ist, ihr könnt Terra Magica benutzen, um den Bild noch ein bisschen stärker zu machen. Und wie immer, goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Und jetzt zieht euch diesen Schaden rein. Aus der Entfernung. 3-8, 3-1. Und das war's. Okay, also der Build, der gefällt mir sehr, sehr gut und auch die Weapon Art gefällt mir sehr, sehr gut. Ist nicht komplett Long Range, aber Mid Range auf jeden Fall sehr gut. Also was wir hier haben, ist einmal die Schwarzritter-Hellerbarde auf Isaac, also nicht auf Schwer oder so, sondern wirklich auf Isaac. Dazu die Weapon Art Eisspeer und dieser Eisspeer, der ist so brutal in Verbindung mit diesem Speer, mit dieser Hellerbarde. Schaut euch mal den Schaden an, jetzt kommt der Frost rein, 2-8. Mega, mega nice. Selbst komplett ohne Buffs ist diese helle Bade so stark. Und ich bin nicht mal als perfekt. Zack, durch Schild. Und ich bin nicht mehr als perfekt gespeckt aktuell dafür. Aber gehen wir mal ein bisschen näher auf den Bild ein. Also, was ihr braucht. Ihr seht schon, was ich anhabe. Ich habe hier die komplette Rugierskleidung an. Die bufft nochmal ein bisschen Magie. Ich habe an, wie immer und jedes Mal, Scherbe von Alexander. Diesmal magischer Skorpionstalisman und wie immer Ritualschwert-Talisman, der bei voller LP nochmal den Schaden boostet. Dazu irgendein Magiestab, womit ihr Terra Magica zaubern könnt. Und irgendein Siegel, womit ihr Flamme gibt mir Kraft und Goldener Schwur casten könnt. Und dann wie gesagt hier Glaive der Dunkelkavallerie, die eisige Glaive, Stärke B, Geschicklichkeit E, Weisheit C. Ich habe gerade mal eine Weisheit von 40 und Stärke von 60, also das kann auch nochmal viel mehr reinhauen. Und in der Arznei habe ich die gesprungene Magieschleierträne, einmal für den Magieschaden und einmal die Stärke-Kristallträne für die Stärke. Und das ergibt diesen geilen Bild, der extrem, extrem stark ist. Und das Ganze auf Entfernung, ihr liebt das. Der One-Hit-Lu, einfach von hinten draufballern, ohne viel dafür zu tun. Und das war schon. Also es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich würde sagen, wir zeigen das jetzt nochmal ganz kurz einem anderen Beispiel als diesen Riesen. Schauen wir doch mal, was stärker ist. Eis oder Feuer? Hier haben wir einen richtig schönen Magma-Lindwurm. Und der wird jetzt mit Eis befeuert. Ich hole mir erstmal meine Milk, damit ich ein bisschen Ablenkung habe und ich von hinten draufballern kann. Mimik ist da. Ich packe mir meinen Topf. Ich mache auf jeden Fall einen Terra Magica hin. Goldener Schwur, Flamme gibt mir Kraft. Mimik macht das perfekt. Und jetzt kommt der Eis drauf. 1700. Oh, hat er mich direkt getroffen. Ah, der Schaden ist geil. Und das war schon. Ich glaube tatsächlich, die ganzen Buffs, die sind gar nicht nötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel bringt, dieser Buff. Ich glaube sogar ohne Buff ist genauso geil mit dem Frostschaden auf Midrange. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Dunkelkavallerie Glaive findet auf Eis mit Eisspeer, also ich feiere das extrem, schön auf Range zu ballern und macht mir mega Spaß. Gerne das Video liken und den Kanal abonnieren und nicht vergessen, jeden Sonntag findet ja der Community Run statt, dort gerne mal Twitch abchecken und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.